Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's in der Schlacht der Dänen gegen die Deutschen in Field of Glory 2 Medieval. Wir werden schauen, ob unsere schlechte Runde vom letzten Mal, unser Würfelpech, uns jetzt schwer zu stehen kommt. Wir werden mal schauen. Auf geht's. Ausgeglichener Nahkampf. Oh, hier verloren, standgehalten. Ausgeglichen auf der Seite. Da verliert er, sehr gut, zermürbt. Die hauen ab. Nahkampf, oh, das ist doof. Da verlieren wir. Und werden auch noch zermürbt. Unsere Ritter auf der rechten Seite, also rechts sieht es ganz, ganz mies aus. Leichte Armbruststützen kommen hier nochmal ran. Das ist ein interessanter Bereich jetzt, weil wir da aufgespalten sind. Da bin ich gespannt, was die Ritter machen, ob die hier rankommen. Da geht es auch in einen Nahkampf. Da habe ich jetzt nicht genau gesehen, was das war. Ich gehe mal ein bisschen näher ran und hoffe, dass die Kamera ordentlich hin und her geht. Flankenangriff, ja, das meine ich. Das ist der Flankenangriff, der fies ist. Da kriegen wir 7 und sind zermürbt. Da hätten wir uns umdrehen müssen. Ja, das war ein Fehler. Da hätten wir uns in die Richtung drehen müssen vorher. Kriegen die von allen Seiten was ab. Das ist bitter. Die haben immerhin standgehalten. Was er gut macht, ist auf jeden Fall unsere Truppen immer einzuquetschen, sodass sie nicht mehr so richtig weg können. Da ist der Angriff passiert, das ist in Ordnung. Hier ist klar, dass die jetzt natürlich in Probleme geraten. 1-4, naja, da verliert mal der andere, aber Widerstand gehalten. Also diese Proben, die er mal machen muss, die sind leider zu oft positiv auf seiner Seite. Da, Nahkampf, Nahkampf. Da haben wir wieder verloren. Also wirklich. Da ist mal der Gegner geschwächt. Da geraten mal die anderen in Panik und fliehen. Okay. Und da gibt es nochmal Nachkampf. Da sind die anderen zurückgedrängt. Okay, da ist das passiert, was wir vorhin schon mal erreichen wollten. Da hauen unsere Leute noch ab. Und er rennt noch hinterher. Das ist ganz gut. Also seine Pferde, auch wenn wir die eventuell sonst auch noch weggekriegt hätten, vielleicht, die müssen sich jetzt erstmal umdrehen und zurückkommen. Das wird noch eine Weile brauchen. Trotzdem sind wir noch einen im Plus hier, was die Anzahl der Leute, die geflüchtet sind, angeht. Aber ich glaube, wenn man sich das Schlachtfeld ansieht, haben wir deutlich bessere Truppen hier verloren. Das ist ein bisschen hart. Gut, schauen wir mal, wie wir hier weitermachen können. Da hinten sind die Armbrustschützen. Berittene Armbrustschützen, diese dänischen Leidang, sind zermürbt. Die sind noch gefestigt, die sind geschwächt. Also, alles nicht so cool. Die müssen sich auf jeden Fall hier umdrehen, die Armbrustschützen. Das wird schon die komplette Geschichte kosten. Das gleiche hier, auch da müssen wir uns umdrehen. Wir könnten uns auch bewegen ein Stück. Ich glaube, wir drehen uns tatsächlich auch hier nur um. Könnten wir noch ein Stück laufen, aber schießen können wir halt nicht mehr. Schade. Na gut. So, also das hier ist hart. Da haben wir allerdings tatsächlich... Das ist jetzt interessant. Also manchmal, da bin ich mir nicht ganz sicher, warum das so ist. Also hier haben jetzt unsere unsere ungebildeten schweren Fußtruppen, unsere offensiven Speerträger, haben hier gegen die deutschen Ritter und Zerganten tatsächlich einen Bonus, also ein Plus. Sieg 17, Niederlage 10%. Da müsste ich jetzt, also wartet mal, wenn ich das mit Steuerung mir nochmal anschaue. Feindliche Einheit plus 15, unsere Einheit plus 20%. Ich kann es nicht sagen, warum hier wir tatsächlich einen Bonus haben, also ein bisschen besser stehen als die anderen, obwohl die feindliche Einheit plus 50 Vorteilspunkte kriegt und nochmal plus 16%. Wir haben plus 20%. Haben wir so viel mehr hier? Wir sind 106 natürlich gegen 57, aber es sind halt Ritter. Naja. Okay. Was können wir hier machen? Hier haben wir nur, nur eine Niederlagechance.
Die kämpfen derzeit gegen die. Da ist die Niederlage zu 100% da. Aber wir können uns... Nee, auch da ist keine Chance. Die sind zermürbt. Die kommen hier nicht weiter. Also rechts sieht's schlimm aus. Die können hier einsteigen und haben sogar eine ganz gute Chance. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall schon mal machen. Flankenangriff. Kommt. 2-2. Ich hatte gehofft auf einen größeren Bonus und hier ist tatsächlich die Niederlage bei 73%. Also die rechte Flanke bricht hier völlig weg. Aber völlig. Gut, da haben wir eine Chance. Hier haben wir eine gute Chance. Hier haben wir auch eine gute Chance. Ah, gut. Okay. Also wenn der ganze Bereich jetzt positiv durchläuft, dann könnten wir noch eine Chance haben, unsere rechte Hand rumzudrehen und dann hier noch mit einzusteigen. Das sollten wir mal probieren und hoffen. 99% Sieg, 1% Unentschieden. Das sollte doch mal klappen. 9-0, aber wieder standgehalten. Wie mich das aufregt. 42% Chance. Da gehen wir rein. 8, Widerstand gehalten. Hier noch 79% Sieg. 1, die geraten in Panikflucht. Und da geraten wir in den Hinterhalt. Das ist aber gut, die zermürben. Das ist gar nicht schlecht, dass wir hier in den Hinterhalt von denen geraten sind, weil sonst wären wir denen ewig hinterhergeritten. Also, hier sind wir durchgebrochen. Das lässt mich hoffen hier, dass wir diese Truppen noch hier mit in die Schlacht bringen können, denn ansonsten sieht es hier ganz mies aus. Die drehen sich um, das ist gut. Hier, ich glaube, da bleiben wir einfach stehen, weil die Niederlage ist hundertprozentig ziemlich sicher. Also in alle Richtungen. Außer hier. Da ist die Frage, ob wir den... Ja komm, den machen wir, den Nahkampf. Ja, 6-3 geschwächt. Sie lassen sich zurückfallen. Wunderbar, wunderbar. Also klar, der Kontakt wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen härter sein, aber das ist auch gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich Platz gemacht dafür, dass die Armbrustschützen hier einmal durchfeuern können. Aber das ist auch gut gewesen. Gut. Gut, gut, gut. So, die können sowohl nach Norden angreifen mit Sieg 30 als auch darüber. Da würden sie aber verlieren. Das sind Armbrustschützen. Hier hätten wir vielleicht eine Chance. Naja, nee. Also ganz zurückfallen lassen werden die sich nicht. Also wir sollten das, glaube ich, machen in der Ecke, wo wir eine Chance haben und nicht dort. Also machen wir das mal. 31% Siegchance, 7. Sehr gut. Geschwächt. Auch das war ein guter Vorstoß. Hier die 59. Da ist es halt wirklich so eine... Das ist halt echt eine Sache. Dieser Feldherr hier. Den müssen wir irgendwie wegkriegen. Und da sollten wir auch nicht angreifen. Sondern da müssen wir drauf warten. Dann machen wir jetzt... das machen wir, glaube ich, auch nicht. Da bleiben wir stehen. Oder kann der da nochmal angreifen? Nee, leider nicht. Das ist auch eine große Niederlagechance. Den machen wir aber, den Kampf, auf jeden Fall. 3-2, leider nicht. Leider nicht gut. Dann bringen wir den noch hinterher. 6-2, aber standgehalten. So, wollen wir mit unseren Reitern hier nochmal rein? Ich glaube, ja. Oder eben da rein, da kriegen wir Aua ab. Ich probiere es mal da reinzugehen nochmal. Das könnte zu diesem, ja, geschwächt, sehr gut. Aber jetzt bleiben sie im Nahkampf. Beim letzten Mal haben sie sich zurückfallen lassen, aber insgesamt trotzdem gut. Gut, gut, gut. Und wir werden den Nahkampf 4 auch machen mit 73% Chance. 8-1, sehr gut, aber Widerstand gehalten. Mann, Mann, Mann. Hier bleibt uns nur der Nahkampf 4. Der sieht auch okay aus, ist ausgeglichen. 3-2. Unser König Waldemar gegen Adolf den Vierten.
So, hier können wir jetzt reingehen. Allerdings ist der Kontakt definitiv nicht gut. Bloß im Nahkampf könnte es dann was werden. Hier sieht es besser aus. Da sieht es nicht so gut aus. Dann gehen wir erstmal mit denen hier gerade rein. 3-3. Jetzt gehofft, dass wir vielleicht hier schon durchziehen, beziehungsweise die sich auch nochmal umdrehen könnten. Ist aber nicht der Fall. Dann machen wir den ausgeglichenen Nahkampf auch nochmal. 3-7, sehr gut, aber Widerstand gehalten. Also sie sind irgendwie moralisch wirklich gut dabei hier, die Gegner. Und wir haben gegen die großen Ritter hier wenig Chancen. Die haben sowieso gerade keine Chancen, sehe ich gerade. Wie ist es hier? Da sieht es auch nicht viel besser aus. Die Bogenschützen können da auch nichts tun. Die Armbrustschützen können auch nur hier reinfeuern. Bevor wir das machen und hier entscheiden, ob wir mit denen nochmal weiter durchlaufen. Gehe ich erstmal auf die andere Seite rüber. Auf unsere ja eigentlich stärkere Seite. Schauen wir mal. Also wir haben 16% hier. Das ist doch nicht schlecht. Hier oben 99% Siegwahrscheinlichkeit. Das macht Sinn. Und dann könnten wir vielleicht mit den Rittern gegen die Fußknechte arbeiten. Wenn das schon den Rückzug hier bringt. 11-1, geraten in Panik auf der Flucht. Sehr gut. Damit haben wir 19%. Das sieht gut aus. Oh, und die haben keine AP zum Drehen mehr. Richtig, was ich eigentlich machen wollte, aber ich glaube, da haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Chancen, da irgendwas dran zu rütteln. Wir haben ja in der letzten Runde hier unseren Feldmarschall hier verloren. Aber wir haben auch gar keinen anderen mehr in dieser Gegend. Ich habe überlegt, ob man die... Man kann sie nämlich irgendwie zuweisen. Da schaue ich jetzt hier nochmal rein. Befehlsreichweite... Ja, ich glaube, das ist nämlich genau da. Das ist das. Und der hat halt bis hier Befehlsreichweite. Also diese hier hinten sind jetzt alle ohne Kommandanten. Also sie sind sowieso schon vorher ohne Kommandant gewesen. Aber die haben jetzt damit auch noch mehr Probleme, sich zu drehen. Dieses Drehen geht nämlich schneller, wenn ein Kommandant in der Nähe ist. Aber das hier, ich glaube, wenn ein Kommandant in der Nähe wäre, dann könnten die sich jetzt drehen und angreifen. Oder haben die schon? Haben die schon? Ah ne, die haben gar keine AP mehr. Dann ist das wahrscheinlich auch Schwachsinn, was ich hier gerade sage. So. Die Braunschweiger Fußknechte kriegen wir also jetzt dementsprechend offensichtlich nicht mehr hin. Anzugreifen. Und hier müssten wir uns drehen, um die anzugreifen. Also sowas hier. Genau. Das müsste jetzt eigentlich... Wir stehen so schräg. Das Angreifen und dann die Angreifen dürfte normalerweise funktionieren, aber funktioniert jetzt nicht. Also normalerweise mit Kommandant. Jetzt funktioniert es nicht, jetzt können wir hier rein. Das ist ein Flankenangriff und das ist sehr gut. Deswegen werden wir das auch probieren. Da sind sie geschwächt, auf jeden Fall. Kontakt 1-9 zermürbt, aber sie sind noch nicht auf der Flucht. Dann werden wir jetzt hier reingehen. 49% Sieg. 1-5, auch die halten leider Widerstand. Der Wahnsinn. So, hier ist es ausgeglichen. Hier werden wir schlechter dastehen, aber wir machen den ausgeglichenen Kampf nochmal. 2-2 leider nur. Oh, da fällt einer von uns auch, weil wir müssen gegen die gleichzeitig kämpfen. Ah, wir können offensichtlich auch doppelt tatsächlich. Das wollen wir gar nicht. Das wollen wir gar nicht. So, ich drehe mich mit denen in diese Richtung. Ah, und wir hätten dann die Chance, zumindest da hinten mal drauf zu feuern. Oder hier hinten noch auf die abgesessenen deutschen Ritter. Das können wir mit denen auch machen. Das können wir mit denen auch machen. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier müssen wir quasi... Oh, das sieht nicht gut aus. Hier haben wir noch eine ganz gute Chance. Und hier immerhin ein Unentschieden. Hier sieht es nicht so gut aus. Das haben wir jetzt quasi schon alles bewegt, ne? Ja, ich glaube ja.
Also die müssen jetzt hier weiter rüber und das ist sehr bitter, dass die keinen Kommandanten haben. Sonst würde diese Bewegung jetzt hier rüber sehr viel schneller gehen. Aber gut, wollen wir uns nicht beschweren, denn es ist jetzt diese Runde deutlich besser gelaufen, als ich das befürchtet habe sozusagen. Also, den Nahkampf machen wir auch. 2-7, Widerstand gehalten. Dann setzen wir nach von der rechten Seite 2-3, unentschieden. Ich denke, die lassen wir hier weiter stehen, ohne zu kämpfen. Hier könnten wir in den Nahkampf eingreifen, sind aber viel zu schwach. Hier könnten wir hier reingehen, aber auch da sind wir zu schwach. Ja. Also, wir können probieren, mit unseren Bogenschützen und Armbrustschützen und auch hier diesen leichten Armbrustschützen hier nochmal... Verluste 0. Verluste 0. Das ist alles nicht gut. Was wären hier die Verluste? 0 bis 2. Und hier auch 0, 0. Also, das bringt nicht so wirklich was. Die offensiven Speerträger, wir könnten sie zumindest hier ranziehen. Das sieht nicht gut aus. Was haben wir denn überhaupt noch? Haben wir das meiste jetzt schon tatsächlich bewegt hier, oder? Es sind tatsächlich nur noch die Bogenschützen. Ah, hier haben wir noch... Das sind unsere Leute. Deswegen können wir die da nicht angreifen. Bin ich denn blöd? Okay, naja, das ist doch schon mal schön. Wir könnten sowohl hier als auch hier angreifen. Von hinten. Mit Braunschweiger Fußknechten. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Auf geht's. 1-6, aber wieder halten sie stand. Schade. Sehr schade. Sehr schade. Gut, ich denke, die Bogenschützen, na Moment, da müssen wir jetzt mal gucken. Doch, ich bringe sie hier rüber. Dann haben wir hier oben, wir müssen uns zwar noch einmal drehen, aber dann haben wir hier oben Freilauf und können von hinten drauf feuern. Und die Ritter, die müssen wir halt auch noch drehen und ein bisschen laufen, aber trotzdem ziehe ich die da mal nach oben rein. Ah, dann können wir sogar auf die noch feuern, aber gut, okay. Die sind eigentlich, haben die denn noch Munition? Oh, die haben nur noch einmal Munition, ist das richtig? Dann müssen wir ja nicht auf die schießen, die fliehen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hier heißt Munition eine Runde. Das heißt, sie haben wirklich nur noch einmal Munition Mangel. Ah, okay. Das geht dann in Mangel und dann haben sie wahrscheinlich nicht mehr wirklich irgendwas, was sie feuern können. Aber gut, okay. Wenn sie trotzdem immer weiter feuern können, dann machen wir das jetzt trotzdem mal. Dann kriegen sie vielleicht noch ein bisschen Schiss. Und hier würde ich aber sagen, schießen wir auf die leichten Armbrustschützen eher als auf die Ritter, oder? Sie haben halt einen Munitionsmangel alle. Okay. Okay. Jetzt noch einmal durchschalten, wie wir noch nicht haben. Genau, hier. Aber die sind halt geschwächt. Ich glaube nicht, dass wir die da reinziehen sollten. Da schießen wir auch nochmal auf die Ritter. Ah, zumindest einer. Immerhin. Auch die feuern hier auf die Ritter. Nochmal zwei. Gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die... Was sollen wir mit denen machen? Wir können uns dahin bewegen. Ein bisschen offen da so stehen bleiben. Vielleicht ist das noch eine kleine Verteidigungsrunde. Jetzt war es das, jetzt haben wir alles bewegt.
Schauen wir noch einmal rein. Also insgesamt immerhin 19% von ihm sind auf der Flucht, 12% von uns. Das ist erstmal gar nicht schlecht, aber es kann sich alles noch drehen. Wir sind sehr stark auf der linken Seite. Wenn wir es schaffen, unsere Truppen hier jetzt wirklich in einer großen Bewegung hier rüber zu drehen, dann habe ich große Hoffnung für uns, dass das hier alles funktioniert, weil dann werden wir langsam von links gesehen immer stärker werden und so weiter. Dann ist es vielleicht sogar in Ordnung, wenn er rechts durchbricht. Das große Problem wird eher sein, wenn die hier jetzt irgendwann auf Seiten des Gegners starten. Also wenn die jetzt uns in den Rücken fallen, dann glaube ich, schaffen wir es nicht. Wenn sie das nicht tun, habe ich ein ganz gutes Gefühl. Jetzt gerade. Aber es wechselt eh von Runde zu Runde. Insofern schauen wir mal. Wieder 20 Minuten, das ist ungefähr die Dauer, die ich brauche für einen Zug. Auch gut zu wissen. Dann würde ich sagen, das machen wir nicht. Sehen wir uns beim nächsten Mal und sind gespannt, was Mr. West tut. Bis dahin, macht's gut.